Guten Morgen. Digga, wir haben es jetzt gerade 9.39 Uhr. Wir sind jetzt gerade aufgestanden. Es wird auf jeden Fall heute zum Bazar gehen. Wir waren gestern schon da. Da haben die uns gesagt, so, ey, Bro, ich könnte eigentlich wieder nach Hause fahren, weil der Bazar ist zu. Dann hab ich Türkei wohl umsonst gepusht. Mit Sonntag ist überall noch Leben, dies, das. In Deutschland, Sonntag kannst du rausgehen, ist wie Friedhof. Aber in der Türkei ist eigentlich immer was los. Deswegen dachte ich, dass Sonntag immer noch auf hat. Und auf der Seite stand auch, Sonntag 10 bis 18 Uhr hat der Bazar noch auf, aber hat er wohl nicht. Wir werden auf jeden Fall Produkttester machen. Darauf freue ich mich schon. Ein paar Produkte kaufen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen skeptisch bin, ist halt echt dieses Film, ne? Weil mit der Kamera wird es schwierig. Wenn die Leute so ein bisschen offen sind und sagen, ey, film, dann filmen wir. Aber sonst muss ich eigentlich im Notfall mit Handy filmen. Und mit Handy habe ich echt gar keinen Bock zu filmen, weil die Qualität scheiße ist. Ich habe gestern mit so einem Typen vom Bazar geredet. Also ein paar Läden hatten ja auf. Und ich meinte, was ist eigentlich das Problem, wenn man überhaupt mit Kamera filmt? Er meinte, damals war das ja easy. Damals konnten die Leute ja filmen. Da haben die Leute ja wirklich richtig gefilmt. So richtig offensichtlich gefilmt. Da war das noch kein Problem. Aber jetzt wegen den ganzen Markensachen und so. Wenn das dann irgendjemand sieht und meldet, sind die ganzen richtigen Marken wie Nike, Adidas gezwungen, dahin zu fliegen mit Anwalt und etc. und um die Läden da hops zu nehmen. Und dann werden die Läden da geschlossen. Das ist schon echt hart. Wenn man jetzt hier angekommen ist, da weiß man, dass man so die Hälfte der Miete bezahlt hat. Wir sind jetzt vom Hotel 3 Kilometer gegangen. Wir sind jetzt hier gerade schon auf der Brücke und wir müssen noch ein ganz kleines Stückchen gehen, dann sind wir beim Bazar, Digga. Und hier angeln die Leute. Der Bruder hat uns gerade angesprochen. Ich kann jetzt eigentlich schon mal direkt zum Handy switchen. Ich habe schon dieses Gefühl, dass ich glaube ich heute das Handy brauche. Mit Kamera ist echt viel, viel zu auffällig. Deswegen muss ich heute wieder den Privatdetektiv machen, Digga. Foto! Könnt ihr das mein Handy einmal halten? Machst du die Fotos, oder? Ist alles live gerade, ne? Ich danke, ne? Ciao, ciao. Kennst du, ich habe mich bedankt, weil die mein Handy gehalten haben. Maler vom Feelings ist ja wohl ganz krank. Komm bitte, wie viel hier los ist. Jetzt mit LKW reinfahren. Töbe, natürlich nicht, Digga. Hallo. Istanbul. Einfach Istanbul'a gittik. Biraz çekmeye. Türkisch, ne? Ja, ja. Ah, okay. Çok kalabalık. Alter Bruder, warte mal, mein Türkisch ist Müll. Kennt ihr das? Ich verstehe wortwörtlich alles, aber wenn ich spreche, ich höre mich ja selber und ich nehme Alter halt's Maul. Merhaba. Einfach Kollege, Digga. Türkisch. Die nächste landet im Gesicht, Junge. Ich schwöre auf alles, der Typ war richtig, dieses Kollegah-Ding. Das Ding ist, das hier ist jetzt schon dieses Missel-Pazar. Also da kriegst du quasi alles an Gewürze. Du kriegst, ja, irgendwie so eine Sache. Das ist Thema Küche, da bin ich so raus. Aber wir müssen Richtung Ausgang. Und da kommen wir Richtung Kapalutschasche. Oder hier ist echt ein bisschen zu voll, ne? Ich kann einfach sein Pelz essen. Es gefällt mir irgendwie so nah an den Leuten zu sein. Da landet die ein oder andere Brieftasche bei mir. Ja, deswegen liebe ich ihn. Er macht mir das Ganze so einfach. Produkte waren mich, ja? Also ne. Hallo, Aliza. Pek de konuşmuyor ne? Evet. Bu yaşta ben de konuşmazsın. Sen nerelisin? Antalya. Kanka sen nerelisin? Şey, İcip'teden. İcip mi? Türkçe bilmiyor, sırf şey Arap İcip, biliyor. İcip'ler hep siyah olur, bu arada. O güneşten kaçmış. Sen güneşten kaçtın, sarı oldun. Sen yani. Bizi vergleich yapsana. Er hat mehr Bart als ich. Er ist dunkler als ich. Ja. Und mein Ohr hängt raus. Bu İcip'li arkadaş ama güneşten kaçmış, sarı olmuş. Şey yaptı, maraton var ya. Evet. Ondan koştu pisi geklen. Allah Allah, bu koştu. Wie heißt du kanka, wie heißt du? Nico, wie heißt du? Sence? Adın ne? Abu Zettin. Vallahi mi? Şaka şaka. Emre. Eren. Doğru dedin. Ya. Şaka yok, İsmet. İsmet. Entzünde den Tornado, Digga. Şunlar mesela kaç şu Prada? He? Prada? Pradalar. He. Kanka onlar normalde 750 lira, sana 550 lira yaparım. Oha. Hı. Düşünüyorum. Düşün kardeş, söyle. İsmet kaç yaş? İbo. Evet, İsmet kardeş, güzel. İbum benim. Er war damals mit mir auf selber Schule, deswegen kennen wir uns auch so gut. Şu Prada güzel gözüküyor, yani benim gözüm içine vuruyor şey gibi. Hemen. Makas gibi vuruyor benim gözüme. Oo. Hani giymeden yakıştı bile ne? Tabi canım ya, maşallah maşallah maşallah. Brad Pitt gibi maşallah, Brad Pitt'ten daha yakışmış. Yani Brad Pitt kimi ki? Ya onu takatlasın yani, sen. Ya o kim? Sen misin? Bu benim arkadaş. Weißt du, ob ich das hole? Ist gut für Tamp, ne? Yani Brad Pitt kim? Brad Pitt ya o tırpırın teki. Bu orijinal o. Orijinal o. İtalyano. Olmuyor kardeş. Vallahi 300. Vallahi olmuyor. Bak, olsa sana zaten. Vereyim. Çıkarttım zaten. Al sana bedava vereyim kardeş. Al. Tamam. Ben bunları dolarla aldım. İbum. Evet kanka. Bak öyle yapalım. İsmer kardeş. Vallahi 300 lira olmaz. Vallahi 300 tam. 130 daha koy oraya. Koydum bak. Vallahi 100 lira koyayım? Ver. Adama verir mi? Yok yok yok. 100 lira daha ver veririm vallahi. İsmet olmaz. Bak koydum bile. 100 lira. Oha. Ki.
50 lira ver. Yavaş kardeşim. Sen güzel adamsın. Vallahi ben öyle verdim. 50 lira daha ver. Güzel bir kardeşsin. Al. Al baba. Yok abi buraya koyayım. Al vallahi abi al. Vallahi buraya koyayım. Vallahi hediye olsun. Arkasına 0 koyarsan 50 olur. İsmet abi. İsmet abi. Gerçek diyorum ya. Abi vallahi diyorum ya. Vallahi diyorum. Vallahi billahi diyorum. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Görüşürüz İbo. Görüşürüz kanka. Hey bro. Kanka balık vurdun ya. Hey bro. Alles gut. Ja, balık vurdu. Hey bro, mama foto mama. Sev mama. Wir drehen ein bisschen Video, ne? Du musst Bescheid wissen. Bro, das war gut. Danke, Bruder. Perfekt, Mann. Danke. Wo kommt ihr her? Österreich. Österreich, Bruder. Österreich? Die alle aus Österreich? Ja, Mann. Sehr gerne, ne? Hallo. Ich zitter grad. Chase, die Pornhub-Job. Bevor jetzt irgendjemand sagt, boah, du kannst doch gar nicht verhandeln, dies und das. Bruder, warte, die Leute tun mir auf Ernst leid, ne? Ihr müsst euch vorstellen, wenn du das ins Deutsche umrechnest, bleibt denen ja wirklich nichts. Wenn ich das jetzt ins Deutsche umrechne, ich habe jetzt 400 Liter gezahlt. 400 Liter sind umgerechnet ins Deutsche 33 Euro. Am Ende des Tages ist alles fürs Video, für Produkttester und so. Deswegen dachte ich mir, geier ich da jetzt nicht. Und er hat mir Tam leid getan, Digga. Ob sein Waller jetzt echt ist, weiß man nicht. Ich dachte mir so, okay, wir durften da drin filmen. Weißt du, ungestört, das hast du nicht überall. Dachte ich mir, komm, geh ich da nicht runter. Ein paar Filmleute drehen mich immer am meisten auf, weil die sind richtig hartnäckig, Digga. Der flucht vor sich hin und der kommt wieder und sagt, ja, ich dachte, ihr wollt nicht, so was weiß ich was, und geht wieder weg, Bruder. Warte, auf ganz unnötig. Komm, jetzt kommt er wieder. Jo, Gabi, auf den. Entweder habe ich mich verguckt oder wir sind zu dritt hierher gekommen. Ich kann euch nur einen Tipp geben, ne? Wo ihr auf jeden Fall aufpassen müsst, ist diese Bargeschichten. Da gibt's übertrieben. Was geht? Ups, deine Augen sind zu. Meine Augen sind zu? Nee, ich hab die doch gerade aufgehabt. Ey, ob man es mir glaubt oder nicht, ne? Bei so vielen Bildern, juckt mich das gar nicht, ne? Ich habe bei so vielen Bildern meine Augen einfach zu, wenn ich Leute markieren so auf Bildern, ne? Und ich gehe rauf und ich gucke 90% der Bilder alle so. Irene, ne? Ja. Probi? Merci, Mama. We are from Hamburg, Germany. Hamburg? Yeah. But I'm a little bit Iranian. I live 2 years in Iran, in Tehran. Tehran. And there is I have a little bit speaking like Iran. Kobi, khodafiz. Yeah, you can speak Persian. I have a very bad word, but not to you. I say in the air, yeah? Koskesh. Khodafiz. Khodafiz. Zafran is very good. Perfect. Hollander, nerede? Utrecht. Ah, ist Utrecht in Holland? Ja. Ich dachte, es ist in Deutschland. Das Ding ist, dieses Wort Koskesh, ne? Wenn ihr zum Beispiel mal irgendwann in Iran sein solltet und ihr könnt nicht so gut Iranisch oder Persisch, dann grüßt die Leute einfach, indem ihr sagt, Salam, Koskesh, Khobi. Dieses Salam ist gut, das ist, du kommst auf jemanden zu. Koskesh ist eine Beleidigung, ja. Aber durch dieses Khobi fragst du natürlich noch, wie es ihm geht. Und das heißt, du machst das Ganze nochmal gut. Also plus, minus ist neutral eigentlich. Und genau ab da hat der Abi gesagt, Bro, Kamera aus, weil man da drin nicht filmen darf. Deswegen muss ich in dem Moment einfach ganz schnell improvisieren, Digga, damit ich überhaupt diese Aufnahmen noch hinkriege. Und jetzt ist die Frage, wie willst du filmen ohne Kamera? Natürlich könnte ich theoretisch auch heimlich mit dem Handy filmen, das hat er aber auch gecheckt. Deswegen habe ich einfach zu ihm gesagt, ey, ich rufe einen Kollegen an, der will sich auch was hier kaufen. Und ich soll ihn quasi über FaceTime zeigen, was es da alles gibt. Weil Albert Einstein, sein Vater, ich habe einfach Screen Recording gemacht beim FaceTime. Es ist tatsächlich sogar das erste Mal, dass ich, glaube ich, etwas nachsynchronisiere. Hier sehen wir auf jeden Fall erstmal alle Gürtel, ganz schön bunt. Gucci haben wir auch. Da muss ich so tun, als würde mich das interessieren, damit das Ganze nicht so krass auffällt. Dann haben wir hier eine Louis Vuitton Tasche, die auch sehr, sehr gut gemacht aussieht. Ich kenne das Original nicht, aber die hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Hier ist eine Gucci Tasche, diese Doppelpack Gucci Tasche, wo du gefühlt ein ganzes Haus verstecken kannst. Dann haben wir auf jeden Fall hier noch Schuhe. Die habe ich selber, nur eine Nummer zu groß. Die sind auf jeden Fall von der Qualität sehr, sehr gut. Nur die haben keine schwarzen Schleifen, sondern eigentlich schwarz-karamell. Farbende. Dann Gucci-Schuhe mit der Schlange. Ich muss sagen, die Sachen sind von der Qualität echt krass gemacht. Dann haben wir auf jeden Fall noch hier diese Gucci-Schuhe, diese etwas größeren. Junge, Krankenwagen. Dann haben wir noch Valentino, so eine ähnliche habe ich auch. Deswegen kann ich auch sagen, die sehen sehr, sehr gut gemacht aus. Dann einmal Ferragamo-Schuhe, glaube ich, waren das. Die Tasche habe ich sowieso nicht verstanden, die gibt es gar nicht. Habe ich einfach selber schon, ich muss die nochmal rausholen. Und ich dachte, ich träume. Dann einmal die karamellfarbene Gucci-Tasche, die habe ich ja auch. Die fand ich war sogar sehr, sehr schlecht gemacht. Balenciaga-Schuhe, die sahen irgendwie zu spitz aus. Aber ich glaube, wenn man drin ist, sieht das auf jeden Fall ganz normal aus. Dann habe ich hier nochmal die Frauenschuhe gefilmt. Hier auch nochmal so getan, als würde mich das interessieren und ich kaufe Frau oder so. Dann hatten wir auf jeden Fall die Air Jordan Dior Savage. Malalash, die habe ich hier anschließend dann auch getestet. Ganz unten nochmal einfach Yeezys. Louis Vuitton, Gucci. Dann habe ich mir diese Eastpak Gucci Tasche einmal angeguckt. Die sah auch sehr, sehr gut gemacht aus. Dann noch ein bisschen Schmuck. Chanel, alles. Cartier habe ich nicht gefunden. Und da muss ich sagen, die ist sehr, sehr gut gemacht. Die ist mir auch am meisten quasi im Auge geblieben. Die habe ich einmal in Istanbul am Flughafen gesehen, also in Original. Und ich muss sagen, da gab es gefühlt gar keinen Unterschied. Und dann hatten wir noch die Gucci Tasche. Auch sehr, sehr gut gemacht. Auch von der Qualität top. Für jeden, der sagt, Istanbul ist nicht stressig, Bruder, komm ja bitte hin, Alter. Einfach die Straße ist maximal 2 Meter breit und wir fahren hier mit 50 Motorrädern. Kein Wunder, dass die Leute hier gestresst sind, Digga. Ich würde sagen, wir fangen mit dem
zweiten Produkt an, und zwar den Prada-Anzug. Man sieht schon, das ist ein Trainingsanzug. Ungelogen, weil ich habe den nur geholt für das Thumbnail, ne? So sieht quasi die Hose aus. Ich kenne mich im Prada überhaupt nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so einen Anzug gibt. Da haben wir selbstverständlich auch nochmal die Jacke mit Kapuze. Auch dem Prada-Logo, hier links. Das riecht nach Zigaretten, Alter. Kein Wunder, dass die ganzen Türken auf dem Bazar nur Zigaretten rauchen und diese ganze Scheiße hier versiffen. Man weiß halt nicht, wie die Qualität am Ende des Tages ist, wenn du Dinger wäschst, ne? Dann haben wir auf jeden Fall die Air Jordan One Dior irgendwie Collabo, keine Ahnung. Das sind die Schuhe von Nico, der hat sich geholt, wie hast du das gezahlt? Runtergehandelt von 2500 Liter auf 1800 Liter, also 160 Euro. Wie viel kostet die aktuell auf dem Verkaufsmarkt? 35.000. 35.000 Euro, Digga? Jetzt mal Hand aufs Herz, wer gibt 35.000 Euro für Schuhe aus? Sind das diese Schuhe, wo Travis sein Ort versteckt? Nee, ne? Nee. Das waren diese braunen. Mhm. Scheiße, die muss ich mir kaufen, Digga.